Für das sechste Luxemburg Financial Forum waren der Lützburger Staatsminister und Eurogruppe-Chef Jean-Claude Juncker und der früheren deutsche Finanzminister Per Steinbrück für eine Debatte bei der NECOM. Am Mittelpunkt stehen für und allem die Situation in Griechenland. Wenn Griechenland in eine Defaultlage käme, wovon ich nicht ausgehe, hätte dies ähnliche systemische weltweit spürbare Wirkungen wie der Zusammenbruch von Lehman Brothers. Insofern müssen wir uns auf die Lösung dieses Problems konzentrieren. Finanz- und Wirtschaftskrise gerade weit lehren, die daraus musste gezogen, da waren weitere Themen ob der internationalen Finanzkonferenz. Ich glaube, dass wir bei der Regulierung und Aufsicht erhebliche Fortschritte gemacht haben. Es sind notwendige Schritte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es hinreichende Schritte sind, um eine Finanzkrise dieser Größenordnung oder dieser Tiefenschärfe wieder zu verhindern. Und meine Bitte ist an die Beteiligten, insbesondere des Finanzsektors selber, sich proaktiv auf diese Debatte einzulassen, was notwendig ist, um Exzesse, die uns fast vom Stuhl gerissen haben, zu vermeiden. Diese gelegentlich für mich spürbare Abwehrhaltung gegenüber dem, was dort die Politik macht, ist sehr gefährlich. Ich würde mir manchmal eine etwas kooperativere Einstellung wünschen. Insta war sich Juncker aus Steinbrück, dass Politik sich verstärkt dagegen muss führen, dass Europa Skepsis sich weiter breit mischt. Deutsche Talkshows helfen doch nicht, so der Jean-Claude Juncker. Ich habe es mir zur Regel gemacht, Einladungen zu deutschen Talkshows im Prinzip abzulehnen. Erstens finden zu viele statt. Zweitens habe ich ja ein richtiges Großherzogtum zu regieren. Ich kann also nicht dauernd mich in deutschen Studios herumtreiben, weil die Luxemburger denken, ich wäre eh zu viel weg. Diese Talkshows sind verheerend. Es ist Volksverdummung in hohem Maße. Politik und das Leben der Menschen sind zu ernst zu nehmen, um sie in Talkshows mit summarischen, pauschalisierenden Wortfetzen zu erledigen. Das Zweite ist, dass wir natürlich über Europa aufgehört haben, richtig zu reden, weil man uns auch einredet, dass die Menschen wären an dem, was die eigentlichen originären Verursachungen und Begründungen der europäischen Integration sind, nicht mehr interessiert. Besonders die Jungen, sagt man uns, möchten nichts mehr hören von Krieg und Frieden, das mag so sein, dann müssen sie eben zuhören. Es ist ja nicht so, dass wenn jemand etwas nicht mehr hören möchte, dass man es nicht mehr sagen darf. Denn darf man sich nicht stilisieren lassen vom Boulevard als eiserne Kanzlerin oder als Maggie Thatcher die Zweite und dergleichen, sondern dann muss man erklären, welchen Stellenwert dieses Europa hat, und zwar sowohl in der ökonomischen Situation, in der Deutschland als der fetteste Brocken in der zentraleuropäischen Geografie ist, mit einem sehr stark exportorientierten Wirtschaftsmodell, und man wird es vor allen Dingen auch einer jüngeren Generation politisch erläutern müssen. Ich kann jungen Menschen mit 18, 19 schon erklären, dass nach der Generation meines Urgroßvaters, meines Großvaters und meines Vaters ich die erste Generation in Europa bin, die nicht in einem europäischen Krieg verheizt worden ist. Aufschließend, da war der Lützburger Staatsminister, dem er deutliche Wörter für und dem gewarnt hat, was bei falschen Politikimpulsen aus der Suite von der Wirtschaftskrise rauskommt, da wussten. Mir macht Sorge, was in Spanien passiert, viele junge Leute, die nicht aus Lust an der Freude kampieren und ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Ähnliches ist in Griechenland zu beobachten. Ähnliches wird auch bald in Luxemburg zu beobachten sein. Ein sich unwohl fühlen in dem Wirtschaftssystem, in dem wir uns bewegen. Und das halte ich für die größte Herausforderung. Eine Finanzkrise, die hat sich zur Wirtschaftskrise ausgewachsen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine totale Sozialkrise hineingeraten, aus der dann eine totale Systemkrise entsteht. Und das ist ein Arbeitsansatz, der gilt noch für viele Jahre.